Hallo, ich bin Galina. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie man FC Bayern-Kuchen selber backt. Dazu benötigen Sie 300 Gramm Mehl, 250 Gramm Margarine, 250 Gramm Zucker, eine Packung Backpulver, Packung Vanillezucker oder Butter-Vanillefläschchen, 5 Eier und etwas Milch. Für die Füllung benötigen Sie ein Glas Sauerkirschen, gut abgetropft, 2 Becher Schlagsahne, eine Packung Tortenguss, klar, 150 ml Wasser. Außerdem benötigen Sie für die Tortendekoration einen Tortenaufleger Bayern München und etwas Fondant, rot und blau. Bei diesem Rezept wird ein Rührteig zubereitet. Hierfür wird zuerst die Margarine mit dem Zucker und dem Vanillezucker oder Vanillebutter schön schäumig geschlagen. Nun geben Sie nach und nach Eier hinzu und rühren Sie diese ebenfalls gut unter. Vermischen Sie das Mehl mit dem Backpulver und rühren Sie dieses nun unter den Teig. Geben Sie ein wenig Milch hinzu, falls der Teig etwas zu fest sein sollte. Zum Schluss wird der Teig mit Lebensmittelfarbe noch blau eingefärbt. Wenn Sie es nicht mögen, müssen Sie die Farbe nicht mit einmischen. Nun wird der Teig in eine Springform eingefüllt und der Kuchen im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad 50 bis 60 Minuten gebacken. Danach lassen Sie ihn in der Form erkalten, entfernen Sie ihn aus der Form und schneiden Sie einmal in der Mitte durch, so dass Sie einen Tortenboden und einen Deckel erhalten. Bereiten Sie jetzt den Tortenguss nach Anweisung nur mit 150 ml Wasser zu. Das ersetzt in diesem Rezept die Gelatine. Lassen Sie den Tortenguss kurz abkühlen. Schlagen Sie in der Zeit 2 Becher Schlagsahne und rühren Sie gründlich den Tortenguss unter. Verteilen Sie auf dem Tortenboden die abgetropften Sauerkirschen und ebenso darauf die Creme. Legen Sie den Tortendeckel auf und lassen Sie den Kuchen für mindestens 3 Stunden im Kühlschrank kalt werden. Nun schneiden Sie den Kuchen aus der Form, rollen Sie den roten Rollfondant kreisförmig aus und bedecken Sie damit die Torte. Für den Rand können Sie ausgerollte Streifen benutzen. Für den besonderen Glanz können Sie etwas Sonnenblumenöl auf den roten Fondant schmieren. Nun können Sie für die Dekoration auch blaue und rote Schleifen ausrollen und zu einem einfachen Zopf verbinden. Damit wird die Torte komplett dekoriert, bis oben mittig der Tortenaufleger draufgelegt wird. Dieser Kuchen wird sicher und vor allem FC Bayern München Fans gut schmecken. Viel Spaß damit!